Für diese Entspannung positioniere dich in Rückenlage auf deiner Yogamatte. Nimm gerne ein Kissen unter deinen Kopf oder eine Knierolle unter deine Knie und mach es dir für diese Entspannung bequem. Dann nimm dir innerlich für diese Entspannung 11 Minuten Zeit. Denn der Körper und der Geist benötigen 11 Minuten, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Nach circa 11 Minuten dann kommt der Mensch nachweislich in einen Ruhezustand, der tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hat. Dabei ist es wichtig, dass du mindestens einmal in diesen Ruhezustand hineinkommst und nicht zwingend erforderlich, diesen Zustand länger zu halten. Am besten machst du das einmal am Tag. Dann richte dich weiter aus, schließe deine Beine, um die Füße dann wieder locker nach außen fallen zu lassen. Dann rolle deine Arme samt der Schultern und Hände ein, folgend lasse sie direkt wieder los. Dann schmiege das Becken angenehm fest in die Matte hinein, um dann die Schultern nach hinten unten am Boden entlang gleiten zu lassen, Richtung Fersen. Das öffnet deine Atemräume und richtet deinen Körper insgesamt optimal aus. Dann dehne deinen Nacken angenehm bis in den Scheitelpunkt deines Kopfes hinein, während du den Hinterkopf sanft in deine Matte hineinschmiegst. Gut ausgerichtet, komme noch einmal mehr in deiner Ruhezeit an, im Hier und Jetzt. In der Zeit, die nur für dich ist. Spüre, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt im Rhythmus deiner Atmung. Lasse deinen Atem tiefer werden, ruhiger werden und nutze die beruhigende Wirkung der Bauchatmung. Lasse dich auf Shavasana, diesen Yogaschlaf, ein. Deine Gedanken ziehen vorüber. Dein Gewicht gib an den Boden ab. Genieße das Getragenwerden. Mit jeder Einatmung werde weicher und durchlässiger. Mit jeder Ausatmung gib alle Anspannung an den Boden ab. Ein ruhiger Körper spiegelt einen ruhigen Geist. Ein ruhiger Geist spiegelt einen ruhigen Körper. So entspanne von Kopf bis Fuß. Lasse deine Füße locker werden, deine Unterschenkel und deine Knie. Deine Oberschenkel und dein Becken sowie deinen Rücken von unten nach oben entlang deiner Wirbelsäule, deinen Bauch und deinen Brustkorb. Lasse deine Hände locker. Deine Unterarme, deine Ellbogen, deine Oberarme, sowie deinen Schultergürtel und deinen Nacken. Entspanne deinen Kopf, deine Ohren,
und dein Gesicht. Deine Lippen liegen sanft aufeinander. Deine Zunge liegt locker im Mundraum. Ohne die Zähne noch den Gaumen zu berühren. Deine Augenlider sind sanft geschlossen. Deine Stirn ist glatt. Deine Gesichtsmuskulatur ist gelöst. Du bist eine ruhige Einheit von Körper, Atem und Geist. Lasse dich noch mehr ein auf diese ruhige Einheit von Körper, Atem und Geist. Entspanne von Kopf bis Fuß. Entspanne einfach. Entspanne.
gehe mit deiner Aufmerksamkeit erneut zu deiner Atmung. Lasse deinen Atem tiefer werden. Mit deiner nächsten Einatmung führe deine Arme nach hinten und dehne und räkele dich. Dehne deine Fersen nach vorn, während du gleichzeitig deine Arme aus der Taille heraus bis nach hinten in die Fingerspitzen hineindehnst. Dann dehne deine Fußspitzen nach vorn und danach erneut deine Fersen. Genieße es, deine Wirbelsäule in die Länge zu ziehen, Arme und Beine zu dehnen. Mit deiner nächsten Ausatmung führe deine Arme an die Seite deines Körpers zurück. Genieße die Auswirkungen des Innehaltens. Dann stelle deine Füße nacheinander vor dem Gesäß auf. Öffne langsam deine Augen und komme vom Innenraum in den Außenraum zurück. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist jetzt schön entspannt. Je öfter du übst, desto schneller kommst du in den Entspannungszustand. Diese Entspannungseinheit kannst du natürlich mit den anderen Videos kombinieren, wie zum Beispiel diesem hier oben. Wenn du unten rechts im Video klickst, kannst du diesen Kanal abonnieren und über ein Gefällt mir unter dem Video freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal!